Hallo meine Lieben, heute starte ich meinen neuen YouTube-Kanal Was wurde aus? Und beginne mit meiner ersten tollen Schauspielerin aus meiner Kindheit, Pippi Langstrumpf. Inga Nielsen, geboren am 4. Mai 1959 in der Stadt Kisa in Schweden, spielte von 1969 bis 1970 die Rolle der Pippi Langstrumpf in den Verfilmungen der gleichnamigen Kinderromane von Astrid Lindgren und wurde dadurch über die Grenzen von Schweden hinaus bekannt. Ein großes Herz und ein untrüglicher Gerechtigkeitssinn, gemischt mit frechen Kinderstreichen, waren die Zutaten, mit denen Pippi Langstrumpf über Nacht zur Heldin unserer Kindheit avancierte. Die Pippi Langstrumpf-Bücher wurden in 77 Sprachen übersetzt und in 66 Millionen Exemplaren verbreitet. Ab Ende der 60er Jahre wurden die Bücher mit Inga Nielsen, um die es nun geht, verfilmt. Die roten Zöpfe und die Sommersprossen hat Inga Nielsen längst hinter sich gelassen. Doch das kecke Lächeln ist noch immer das gleiche. Mit gerade einmal 9 Jahren schlüpfte die Schwedin in die Rolle der Pippi Langstrumpf. Über Nacht wird das kleine Mädchen aus der schwedischen Provinzstadt Kisa zu einem Weltstar. Doch ähnlich wie bei ihren Kollegen Per Sundberg und Maria Persson, die Pippis beste Freunde Tommy und Annika Settergren spielten, stagnierte auch Inga Nielsens Karriere nach dem Abschluss der Dreharbeiten. Victoria, Holgadina. Trotz ihrer Beliebtheit beendet die kinderlose Schwedin nach ihrer Zeit als Pippi Langstrumpf ihre reguläre Schullaufbahn und arbeitet zunächst als Sekretärin in einer Herzklinik in Stockholm. Als freie Schauspielerin versucht Inga Nielsen an Stockholmer Theatern an ihren einstigen Erfolg als Kind anzuknüpfen. Heute ist Inga Nielsen Krimi-Schauspielerin. Daneben versuchte sich Nielsen als Sängerin und veröffentlichte 1977 den Popsong Keep on Dancing. Die Single kam auch in Dänemark heraus, wurde aber kein großer Erfolg. In den Jahren ab 2000 drehte Inge einige wenige Filme. 2003 war sie zu Gast in der 70er-Show von Happe Kerkeling. 2009 nahm Nielsen an der schwedischen Version des Dschungelcamps teil, der ersten und einzigen Staffel der schwedischen Version von Ich bin ein Star und holt mich hier raus. Sie erreichte in der Sendung den 4. Platz. Zur Freude treuer Pippi-Fans steht die 62-jährige Schwedin heute wieder als Schauspielerin vor der Kamera. Doch statt Pippi Langstrumpfs frechem Grinsen sehen die deutschen Zuschauer eine ernstere und natürlich reifere Inga Nielsen. Von 2007 bis 2020 spielte sie in 29 Folgen die Gerichtsmedizinerin Eva Svensson in der ZDF-Krimireihe Der Kommissar und das Meer. Pippi Langstrumpf, diese Traumrolle hat Inga Nielsen und den anderen beiden Kinderstars nicht das große Geld gebracht. Es gab gerade einmal umgerechnet 2000 Euro für jeden. Niemand ahnte, dass der Film 50 Jahre lang laufen und in sehr viele Länder verkauft werden würde. Inga Nielsen ist unverheiratet und hat keine Kinder. Sie lebt weiterhin in Schweden. Nun gehe ich noch kurz auf die anderen beiden Darsteller ein. Pippis Freundin Annika Settergren wurde von der damals 10-jährigen Maria Persson dargestellt. Sie wurde am 9. Juni 1959 in Stockholm geboren. Eigentlich hatte sich Maria Persson seinerzeit ebenfalls als Pippi Langstrumpf beworben. Dennoch hat Maria dann auch mit Bravour die Rolle der Annika gespielt, obwohl sie im wirklichen Leben ebenso wild wie Pippi Langstrumpf war. Die Dreharbeiten zu den Pippi Langstrumpf-Filmen begannen übrigens am 9. Juni 1968, also genau an Marias 9. Geburtstag. Nach ihrer Schulzeit besuchte Maria Persson die Schauspielschule in Stockholm. Da es jedoch auch für sie schwierig war, die Rolle der berühmten Annika abzuschütteln, entschloss sie sich schon bald zu einer Ausbildung als Krankenschwester. 1980 lernte Maria in Stockholm einen Spanier kennen, dem sie mit gerade 21 Jahren in seine Heimat folgte. Auch wenn diese Beziehung nicht von Dauer war, blieb sie weiterhin in Spanien. Sie lernte dort einen anderen Mann kennen, mit dem sie später eine Bar in Palma auf Mallorca eröffnete. Mit ihm bekam sie auch den gemeinsamen Sohn Oscar. Leider ging auch diese Beziehung in die Brüche und die Bar musste verkauft werden. Sie arbeitete zunächst als Altenpflegerin. Allerdings musste sie wegen gesundheitlicher Probleme aufhören und war schließlich pleite. Seit 2012 ist sie aufgrund einer Arthrose arbeitsunfähig. Durch eine Crowdfunding-Aktion eingefleischter Fans wurden 30.000 Euro gesammelt, die unter den drei Schauspielerinnen verteilt wurden. Heute lebt Maria Persson alias Annika als alleinerziehende Mutter mit ihrem 26 Jahre alten Sohn Oscar und dessen Freundin weiterhin auf Mallorca in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Kommen wir nun zu Tommy.
Per Sundberg wurde am 22. Oktober 1957 in Stockholm, Schweden geboren. 1970, im Alter von 13 Jahren, beendete Sundberg seine Schauspielkarriere und erlernte später einen kaufmännischen Beruf. Sundberg leitete in Malmö eine In-Store-Marketing-Firma. Mittlerweile arbeitet Per Sundberg nicht mehr und hat seine Firma verkauft. Heute lebt er in seinem früheren Zweitwohnsitz im spanischen Alicante und genießt seinen Ruhestand und ist nach meinen Recherchen weiterhin alleinlebend. So, das war's, liebe Zuhörer. Ich hoffe, mein erstes Video hat euch gefallen. Sicher muss ich noch an einigen Gretchen drehen. Ich würde mich sehr über Likes freuen und natürlich, dass ihr mir folgt. Vielen Dank, liebe Grüße und bis bald. Tschüss.